Es ist Samstag und wir sind wieder außer Rand und Bank. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Außer Rand und Bank der VR-Bank Südpfalz. Wir quatschen hier entspannt über Finanzthemen und Interessantes außerhalb der Bank. Zum Beispiel über Pfälzer Lifestyle oder mit Menschen aus der Region. Wir können Hochdeutsch. Babbeln aber amopelzisch. Mein Name ist Nicole Paul. Und ich bin Joshua Wurm. Auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast eingeladen. Er ist 38 Jahre alt, Südpfälzer aus Rülsheim und hat schon viele Dinge in seinem Leben ausprobiert. Er war viele Jahre bzw. Jahrzehnte Fußballtrainer, wurde vom Hobbykoch zum Fernsehkoch und von einem Schwergewicht zu einem Leichtgewicht. Auch das medial begleitet. Herzlich willkommen, Daniel Fischer. Hallo. Wie bei unserer anderen Gäste auch, natürlich unser schnelle Entweder-Oder-Froche. Dorfkind oder Stadtmensch? Dorfkind. Gold oder Silber? Silber. Pfälzisch oder Hochdeutsch? Pfälzisch. Schokolade oder Chips? Schokolade. Camping oder All-Inclusive? Camping. Wein oder Bier? Wein. Bar oder mit Karte? Karte. Healthy Food oder Fast Food? Healthy Food. Wir haben viele Fragen zu deiner Transformation. Ich würde aber gerne mit deiner TV-Präsenz vorher starten. Du warst schon in vielen TV-Formaten zu sehen, zum Beispiel 2010 ZDF-Kochshow Küchenschlacht, da hast du den zweiten Platz belegt. 2011 die Topfgeldjäger. 2016 die Kochshow Masterchef. Eier Benedikt waren dein Verhängnis, waren schuld am Ausscheiden. Ja. 2021 das perfekte Dinner Pfalz Edition oder Pfalz Edition, da der erste Platz und zwar mit sagenhaften 36 von 40 möglichen Punkten. Wie kommt ein Einkaufsleiter bei der Firma Gerach in Landau dazu, und nein, das ist jetzt keine Schleichwerbung, ins Fernsehen zu gehen? Wie waren deine Anfänge bzw. was war dein Antritt ins Rampenlicht? Also ich habe schon immer gern gekocht, das ist von meiner Mama so ein bisschen in die Wiege gelegt worden und ja, habe dann auch mein Studium finanziert damals über einen Partyservice in Rülsheim und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich glaube, die Küchenschlacht, das macht so Spaß, ich gucke die gern, ich bewerbe mich da einfach mal. Ja, und dazu bin ich gekommen, bin dann nach Hamburg gefahren, hatte eine mega, mega schöne Woche und ja, am Schluss wurde es Platz 2, hat richtig Spaß gemacht und irgendwie hat man dann so ein bisschen Blut geleckt und hat gesagt, okay, das nächste. Ja, was war da zu der Zeit, waren die Topfgeläger. Genau, und dann habe ich da mitgemacht, mit Johannes, Freund von mir. Und ja, das war auch ganz kuriose Gegner. Von Hamburg, von der Reeperbahn haben wir hier eine Sängerin gehabt, die richtig Dampf gemacht hat. Und dann sind wir leider ausgeschieden. Und dann, ja, ein paar Jahre später kam Masterchef nach Deutschland, die erste Staffel, habe ich mich auch beworben. Und das war eine Wahnsinnsreise, also 6 Wochen lang in Deutschland unterwegs, in Köln, bei König der Löwen, am Tegernsee, in Gladbach fürs Candlelight-Dinner, eine Urftalsperre, also Wahnsinn, die Kulisse und was da alles, auch das Studio, was da passiert ist. Ja, und am Schluss bin ich wirklich kurz vorm Finale, knapp an einer vermeintlich leichteren Challenge ausgeschieden. Es war ganz knapp, aber ja, es hat mich abartig geprägt. Ich habe damals noch den Sonderpreis, die Küche gewonnen. Und ja, das perfekte Dinner in der Pfalz, das war so ein absolutes Highlight. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir waren eine ganz tolle Gruppe. Wir haben jeden Abend, ich sag mal, den Abend gefeiert bis in die Nacht. Und am Schluss hat es auch für den Sieg gereicht. Und ja, hat richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ja, da ist das Ganze so ein bisschen, ja, Schritt für Schritt immer mehr geworden. Also war das dann auch mehr oder weniger so die Hauptmotivation, weil du jetzt schon eine gute Erfahrung mit den ganzen Fernsehsendungen hattest, nochmal dich jetzt für diese Show Leben leicht gemacht dann zu bewerben, oder wie kam das dann dazu, oder sind die beide Sachen separat voneinander? Es ist so, also ich glaube, ich versuche schon seit 10, 12, 15 Jahren irgendwas an meinem Gewicht zu machen, und anstatt was passiert ist, ist immer mehr geworden. Klar, ich bin ein Genussmensch, ich bin jetzt auch kein Fastfood-Mensch, aber ich bin halt jemand, der isst halt 2-3 Teller, trinkt halt auch mal 2 Fläschle Wein, und da hat sich das einfach so mit den Jahren immer mehr gesteigert. Und die Show Leben leicht gemacht, vorher war es ja The Biggest Loser, habe ich mir immer mal wieder reingeschaut, und das war... Darf ich gerade noch kurz die Frage? Ja. Biggest Loser, genau. Warum wurde es umbenannt? Hast du nur Insiderwissen?
Es wurde umbenannt, weil einfach, ja, viele Zuschauer sich beschwert hätten, das sind doch keine Loser und überhaupt, das sind doch Menschen, die was ändern wollen, das ist doch, da, also ich muss persönlich sagen, ob das jetzt The Biggest Loser heißt oder Leben leicht gemacht, mir ist es persönlich egal. Ich finde, das Ergebnis zählt und das, was dahinter steckt und genau. Und deswegen, ich wollte mich vor 2 Jahren schon mal bewerben, habe die Bewerbung schon fertig gehabt und habe mich nicht getraut, auf den Knopf zu drücken. Und letztes Jahr habe ich jetzt gesagt, jetzt ist es soweit. Ich muss mich da bewerben, ich muss was ändern, weil ich habe jedes Mal 20 Kilo abgenommen, 20 drauf, 20 ab, 20 drauf. Und ich habe gesagt, wenn ich dort, wo soll ich es dann schaffen? Und ja, deswegen habe ich mich dann beworben. Also je größer der Leidensdruck ist, desto eher geht man den Schritt danach ins Fernsehen. Ne? So sieht's aus, ja. Und es ist schon ein Riesenschritt, muss man schon sagen. Also ich habe mir schon viel Gedanken gemacht, weil man entblößt sich. Man macht sich nackt vor der Öffentlichkeit, Woche für Woche. Es sind harte Challenges. Es ist wirklich, es geht immer bis ans Limit. Und ich glaube, das, was man im Fernsehen gesehen hat oder generell sieht, das ist vielleicht ein Bruchteil von dem, was man dort mitmacht. Also das ist schon enorm. Mhm. Gerade das eigene Gewicht ist ja auch für viele wirklich eine sehr persönliche Sache. Ne? Und wenn man sich überlegt, fast 1,4 Millionen Zuschauer wissen dann, was die Waage spricht. Das ist natürlich, ja, es ist eher belastend und mit Scham verbunden, seinen Körper dann öffentlich zu, auch ohne Shirt zu zeigen, oder hat es dich eher angespornt, daran zu arbeiten? Also ich habe noch nie ein Problem gehabt, generell mich irgendwo in der Sauna oder so, im Schwimmbad zu zeigen, weil ich gesagt habe, ich bin, wie ich bin, und was andere sagen oder über mich denken, ist mir auch egal. Aber natürlich ist es schon ein Schritt, wo man sagt, okay, man stellt sich dahin und es gucken über 1 Million, teilweise manchmal 2 Millionen, gucken da auf der Waage zu, wie du einfach mal 2-3 Minuten da stehst. Und das war schon ein Schritt, wo, glaube ich, im Kopf ein bisschen gedauert hat, aber dann habe ich gesagt, okay, das ist mir egal. Die Leute können es ruhig sehen, weil am Schluss, wenn das Ergebnis da ist, können die Leute ruhig gucken und sagen, puh, okay, krass, was der verändert hat. Wenn man jetzt die beiden Sendungen nochmal übereinander legt, so Hobbykoch und jetzt mit dieser wirklichen immensen Gewichtsabnahme, was ist inzwischen dein Lieblingsessen oder was kochst du dir, wenn das raussuchen kannst, wenn du jetzt nicht auf die Kalorien achten müsstest? Oder spielt das überhaupt eine Rolle für dich? Ja, also es ist so, dass es einfach jetzt alles ein bisschen bewusster ist. Ich esse zum Beispiel sehr gerne Rinderfilet oder auch mal Surf and Turf. Und vorher habe ich dann halt einen Berg voll Kartoffeln oder Nudeln dazu gegessen. Das lasse ich jetzt weg, ersetze ich halt mit viel Gemüse. Es gibt so viele verschiedene Gemüsesorten. Ich habe jetzt letzte Woche auch einfach mal einen wilden Brokkoli und grünen Spargel, alles zusammen gemacht. Das war so lecker. Und natürlich kann man mal sagen, ich mache noch ein bisschen Kräuterbutter dazu oder so. Das ist auch nicht schlimm. Aber halt vorher, ich habe halt ein halbes Baguette gegessen, einfach so nebenbei. Und das ersetze ich jetzt einfach durch Gemüse. Und dann isst man trotzdem gut, aber gleichzeitig gesund. Dann lass uns mal über Zahlen sprechen. Also 2022 waren ja die Aufnahmen. 13 Wochen Transformationsabenteuer. Ausstrahlung war Februar 2023, die erste Folge zumindest. Du hast in der Zeit im Camp bis zum Halbfinale 47,7 Kilo verloren und dann zu Hause nochmal 25,5, also insgesamt 73,2 Kilo. Das heißt, du hast dich fast halbiert, also knapp 46% waren es. Dazu erstmal Chapeau, herzlichen Glückwunsch. Danke. Zum zweiten Platz. Aber wie kann man sich das vorstellen, dieses Bootcamp auf der Insel Naxos, dort, wo andere Urlaub machen? Also es ist wirklich eine wunderschöne Insel. Wir haben ja oft, gerade bei den Challenges, viele schöne Strände, Restaurants. Wir haben viel gesehen, natürlich alles vom Bus aus. Und wir waren halt nicht dort, um zu genießen. Wir waren dort, um zu kämpfen. Aber also so ein Tag bei mir, ich kann einfach mal einen Auszug geben, so ein Tag läuft ab. Ich habe mir jeden Morgen um 4:30 den Wecker gestellt, als Einzigster. Habe meine Kleider abends schon gerichtet, bin direkt in die Kleider rein, ohne mit mir zu diskutieren, ohne überhaupt drüber nachzudenken, lege ich mich nochmal hin, bin direkt ins Gym gegangen, 2 Stunden aufs Laufband, Musik an, Kopf aus. Um 7:30 dann ungefähr war die erste Trainingseinheit mit Ramin. Das heißt, da hatte ich dann 3 Stunden. Dann sind alle wieder gegangen, hinlegen, was essen. Ich bin geblieben, habe direkt nochmal eine Stunde auf dem Stepper gemacht. 4 Stunden, 4,5 Stunden. Also so um 11 habe ich meistens 4 bis 4,5 Stunden Sport schon gemacht. Habe dann eine Kleinigkeit gegessen, mich kurz erholt und bin dann wieder um 13 Uhr wieder ins Gym. Mittags um 15:30 Uhr nochmal ins Gym und abends dann nochmal die Einheit mit Ramin. Also ich habe meistens zwischen 6 und 8 Stunden Sport gemacht.
Aber ich habe gewusst, ich bin einer der Ältesten mit 37, jetzt 38. Ich habe gewusst, mein Stoffwechsel, mein Körper muss mehr leisten wie die Jungen. Die Jungen, die haben manchmal 2 Stunden Sport gemacht und haben 5 Kilo davor abgenommen. Und ich war mit 8 Stunden dann, habe eine Woche gehabt mit 700 Gramm mal. Ja. Das war eine ganz, ganz harte Woche. In der Woche habe ich so viel Sport gemacht. Aber hier ist auch wieder der Aspekt gewesen, die Ernährung. Ich habe in der Woche nur jeden Tag eine Salatgurke gegessen und das war ein Fehler. Ich habe halt gedacht, ich bin im Tunnel drin, ich darf nicht mehr viel essen, aber mein Körper hat sich umgestellt. Es war kein V2-Motor mehr, es war ein V8-Motor und wenn du dem eine Gurke gibst, passiert nichts mehr. Mhm. Und genauso ist es. Die Gurke, mein Körper hat gesagt, okay, die Gurke, ich stecke die irgendwo ganz tief irgendwo rein, aber die verliert er nicht mehr, die behält er in sich und das ist auch nur ein bisschen Wasser nur. Also von dem her, erst dann im Halbfinale habe ich wirklich gesagt, ich habe auch ein gutes Gespräch mit dem Arzt gehabt, der hat gesagt, du musst Kohlenhydraten essen, wenn du keine isst, scheidest du aus, du nimmst nicht mehr ab und dann habe ich wirklich Banane gegessen, Haferflocken habe ich mir morgens vorm Training, jeden Morgen 2 Esslöffel trockene Haferflocken in den Mund geschoben, habe es gekaut, auch nicht gerade schön, aber Ergebnis zählt. So ist es. Das hört sich für mich wirklich wie ein richtiges Bootcamp an. Das, also was war so letztendlich auch? Passiert es dann nach tatsächlich in deiner 13 Woche, wenn man dann so zusammen ist, dass man dann irgendwie ausblendet, okay, das ist diese TV-Produktion, sondern kommt da wirklich dieses Trainingslager, Bootcamp, Klassefahrtsgefühl? Ja, also eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, ein Klassefahrtsgefühl, weil es ist so, man ist am Anfang immer 20, dann wird es immer weniger. Ganz am Anfang waren wir dieses Jahr sogar 30, das hat es auch noch nie gegeben, wo es auf einmal heißt, nach 3 Tagen 10 fahren heim. Aber es ist wirklich so, man rückt schon eng zusammen. Trotzdem war für mich wichtig, dass ich nicht meinen Fokus verliere. Weil viele haben dann abends bis um 12 am Pool gesessen und noch geraucht und erzählt. Und das habe ich halt nicht gemacht. Ich war wirklich diszipliniert. Ich bin um 9 ins Bett, morgens wieder raus. Aber das hat jeder für sich so ein bisschen entwickelt, ja. Ist es dann nicht auch so, ich meine, in der Sendung ging es ja letztendlich für den Gewinner um 50.000 Euro. Und so die Errungenschaften, was du jetzt da alles, was die Nick jetzt vorgelesen hat an Zahlen, ist ja wirklich Wahnsinn. Und wenn man dann Zweiter wird, ist natürlich mit Sicherheit ja schon im ersten Moment enttäuschend, ne? Weil da, irgendwann überwiegt du dann schon nach der Ehrgeiz oder zumindest ist der Ehrgeiz sehr, sehr groß, oder? Wie war das dann für dich? Man sah dir übrigens auch an im Finale, dass der zweite Platz doch, also die Enttäuschung konnte man dann im Gesicht ablesen. Nicht lange, aber man konnte es ablesen. Ja, also es wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, ich war nicht enttäuscht, aber was richtig gut ist, finde ich, dass ich mir selbst nichts vorzuwerfen habe. Also ich bin bis ans absolute Limit gegangen vom Finale. Also wenn man sich überlegt, wir sind im November von Naxos zurückgekommen, das heißt Dezember, Januar zu Hause, das heißt Weihnachten, nichts, Silvester, nichts. Ich bin um 1:30 ins Bett am Silvester. Ich habe auf alle Geburtstage, auf alles verzichtet. Ich habe im Januar jeden Tag nur Quark gegessen. Ich habe im Januar trotz Arbeit jeden Tag 5 Stunden trainiert. Ich habe einen Stepper gekauft, bin morgens um 5:30 auf dem Stepper, mittags laufen, abends 3 Stunden Training. Und von dem her, ich bin vorm Finale nochmal in die Sauna gegangen, alles. Ich bin ans absolute Limit gegangen und deswegen muss ich sagen, am Schluss habe ich, klar, die Enttäuschung im ersten Moment ist da, weil du gesehen hast, es waren 3 Kilo. 3,1 Kilo, aber ich hätte sie nicht mehr gepackt. Also es wäre nichts mehr gegangen einfach. Das war das äußerste Limit. Deswegen war kurz die Enttäuschung da, aber dann war ich riesig. Dann war ich stolz einfach nur. Da habe ich gedacht, Wahnsinn. Wenn einer gesagt hätte vorher, da ging es auch gar nicht um Platz 1, 2, 3. Du stehst im Finale und du hast über 70 Kilo abgenommen. Dann hätte ich gesagt, nie im Leben. Wie soll ich das packen in 5 Monaten? Also das ist unmöglich. Und von dem her kann man da schon stolz sein. Nochmal aufs Bootcamp. Manchmal hatte der sehr viel Spaß zusammen und manchmal gab es auch richtig Beef, ne? Sind aus der Campzeit Freundschaften entstanden oder ist man sich letztendlich immer bewusst, dass man doch Konkurrenz ist am Ende? Ich glaube, da muss ich sagen, kommt, glaube ich, bei mir persönlich ein bisschen der Pelzer raus. Auch sprachlich, merke ich gerade, ja. Sehr schön. Ja, das ist immer so, wenn man als vor der Kamera steht, das Pelzische muss man immer so ein bisschen auf Zeit, aber nee, jetzt lassen wir mal das Pelzische. Ich kann das nicht. Ja, das ist echt als schwierig. Mehr Pelzer sind immer offen und freundlich und deswegen, ich bin auch sehr harmoniebedürftig. Also ich bin auch oft eine Streitigkeit aus dem Weg gegangen. Wenn die sich streiten, gehe ich lieber trainieren.
Freundschaften sind auf jeden Fall entstanden, gerade mit Philipp, Wahnsinn, wir haben 13 Wochen im Zimmer verbracht, er ist extra von seinem Heimatort, Woche vor dem Finale in die Palz gefahren, hat mich die ganze Woche unterstützt, von Tag bis Nacht, also das muss man wirklich sagen, und jetzt auch im Juni, Anfang Juni kommen 6 Kandidaten in die Palz, wir machen eine Planwagenrundfahrt, wir gehen in ein Weingut, machen, ich zeige denen mal die Palz, und ja, also man hat noch viel Kontakt. Und okay, das ist schon mal sehr interessant. Wie nachhaltig ist es aus deiner Sicht so Show-Konzept? Also so was ich jetzt mitbekomme, so mein Eindruck ist, dass sich jetzt für dich so dein Alltag schon verändert hat. Kannst du danach gleich mal ein bisschen was dazu erzählen? Aber mit Sicherheit ist ja bei vielen Mitkandidaten auch erstmal primäres Ziel, das Geld zu gewinnen, und danach, wenn das Ziel dann mehr oder weniger in der Vergangenheit liegt, dann sagen sie, okay, jetzt kann man sich theoretisch wieder gehen lassen. So. Ja gut, also was man schon sagen muss dort, was sich extrem verändert, ist das Mindset. Das ist Wahnsinn. Also das hätte ich nie gedacht, so die Denkweise in allem. Ich glaube schon, dass es einige gibt, die sagen, ja, ich gucke einfach mal, wie weit ich komme, und es gibt bestimmt der ein oder andere, wo man jetzt auch schon sieht, wo rückfällig wo ist. Aber hier ist ganz extrem, jeder hat die Chance, mit Ramin oder mit Sigrid, mit seinem Trainer, weiterhin Kontakt zu halten, weiterhin mit denen einen Austausch zu haben. Ich gehe jeden Dienstag, fahre ich nach Karlsbad in die Kampfsportakademie, morgen Abend auch wieder, und trainiere dann zusammen mit ihm, oder beziehungsweise er trainiert mich. Und das ist wichtig, so hat er mich im Blick, er mich unter Kontrolle. Ich habe jetzt Urlaub gehabt, jetzt wird er bestimmt sagen, oh Daniel, Kilo 2 zugenommen, müssen wir Gas geben. Aber sieht er das? Der sieht das, ja. Okay. Der sieht alles. Aber der macht das morgen, also der gibt mir so Feuer, dass das Kilo 2 wieder weg ist. Aber das ist jedem seins. Also viele wollen das doch nicht. Die sagen, ja, ich kriege das allein hin. Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich würde es jetzt ganz allein hinkriegen ohne ihn. Das ist nicht möglich, jetzt gerade nicht am Anfang. Aktuell wiege ich mich auch jeden Tag. Einfach, ich brauche nur Kontrolle. Ich brauche das jetzt einfach noch. Bis mal, sag ich mal, das Ganze in einem ruhigen Fahrwasser drin ist. Noch eine kurze organisatorische Frage. Du warst schon 13 Wochen in dem Camp. Wie hast du es gemacht mit dem Urlaub, nicht mehr eigentlich? Also da muss man schon sagen, also mein Chef, der Marco Gerach, am Anfang, wo ich es ihm gesagt habe, war das so, okay, privat, überragend, mach's. Geschäftlich, ich hasse dich. Aber aufgrund dessen, dass ich immer, ich sage jetzt mal, sehr fleißig war, habe ich auch einige Überstunden aufgebaut, habe dann auch viele Überstunden abgebaut oder abbauen können, habe ein paar Tage Urlaub genommen. Und man muss ganz klar sagen, ach, der Marco hier, der hat wahrscheinlich nicht dran geglaubt, aber hat gesagt, wenn November, also wenn der dritte Monat noch dabei bist, dann übernehme ich das für dich, da stehe ich hinter dir dann. Und das hat er gemacht, und da muss man, wie gesagt, kann man nur dankbar sein. Also gibt es selten, glaube ich. Also viele haben sich freistellen lassen müssen, unbezahlte Urlaub. Oder es gab sogar 2 Kandidaten, die haben gekündigt, extra um dabei zu sein. Ja, krass. Ich würde noch mal gerne auf das Bootcamp kommen. Seid ihr da rund um die Uhr von Kameras begleitet, so à la Big Brother? Gibt es feste Aufnahmezeiten? Sind die Trainer rund um die Uhr da? Und vergisst man die Kameras auch irgendwann? Also es war nicht so, dass wir, also Big Brother auf gar keinen Fall. Ich habe am Anfang auch gedacht, dass es so ist, aber es ist gar nicht so. Es gab feste Tage, es gab jeden Abend gab es eine große Tafel, wo ganz klar drauf gestanden war, der Tagesablauf vom nächsten Tag. Und da haben wir genau gesehen, was am nächsten Tag passiert, wann müssen wir raus, wann haben wir Training. Die Trainer waren immer morgens und abends da zum Training. Wenn man jetzt auch mal ein Problem gehabt hat, hat man seine Betreuerin gesagt, dann hat die dann angerufen, der Ramin, dann ist der gekommen. Also das war immer so. Und es hat natürlich feste Tage gegeben mit Challenge. Dann hat es einen Tag gegeben, wo die Waage war. Einen Tag hat es dann mit O-Töne. Also das war alles geplant. Und man muss wirklich sagen, irgendwann die Kamera vergisst man schon irgendwann. Also irgendwann war es so für mich, okay, das ist egal, das ist wie jede Woche im Prinzip, aber... Das ist der Hascht mit der Kamera. Ja, genau. Ja gut, man muss schon sagen, was da für ein Team hinten dran steckt, wenn man sich überlegt jetzt, dass in den 3 Monaten weit über 100 Leute dort tätig waren, das ist schon krass, von Maskenbildnerin bis Kamera, Tontechnik, alles, die ganze, wo die Challenges aufbauen, also da steckt schon viel dahinter. Jetzt hast du gesagt, man hat viel Zeit, sicherlich auch viel Zeit weit weg vom Alltag, sich über das eigene Leben viele Gedanken zu machen. Welche Erkenntnisse hast du gewonnen? Das ist wirklich so. Man macht sich über seine Vergangenheit Gedanken. Warum ist es dazu gekommen? Oder was für Fehler hat man im Leben gemacht? Oder was will man ändern? Und ich habe einfach für mich entschieden, oder dort ist mir bewusst worden, dass ich einfach
mein Leben vitaler einfach gestalten. Ich habe mehrere Ziele jetzt. Ich möchte mal, den Mud Master mache ich jetzt mit im September. Ich habe mich für den Hyrux angemeldet in Frankfurt, was ich nie gedacht habe. Also vor allem, wenn er gesagt hat, du magst doch Hyrux mit, ich habe gesagt, oh, was ist Hyrux? Kenne ich gar nicht. Genau, was ist Hyrux? Hyrux ist, ja, das ist so ein bisschen Crossfit, das heißt ein Kilometer Rennen, dann musst du 100 Wallbälle, also 100 Bälle hochschmeißen, dann wieder ein Kilometer Rennen, dann musst du einen Schlitten über 100 Kilo ziehen, dann musst du einen Schlitten über 200 Kilo drücken. Burpees, also das Ganze ist schon extrem hart, du gehst an der Grenze, du bist schon auch komplett erledigt, da trainiere ich jetzt auch extrem dafür, aber das hätte ich nie gedacht, wenn das einer gesagt hätte zu mir. Und natürlich auch das Thema Alkohol, gerade mir in den Hals, also ich habe in der Woche als viermal, fünfmal Alkohol getrunken, noch im Schaffe, oh, und Schule, warum nicht, dann noch im Fußball, oh, 3-4 Bier, warum nicht. Das lasse ich jetzt alles einfach. Ich genieße am Wochenende mein Bier, aber unter der Woche lasse ich das einfach. Gut, das ist ja schon mal die Stichpunkt, wie du deinen Alltag verändert hast, jetzt außer dienstags das Training bei dem Ramin heißt da, glaube genau, ich. Genau, ne? Ja. Und auf Alkohol zu verzichten, gab es noch irgendwelche einschneidende Veränderungen, so dass du jetzt sagst, okay, du stehst jetzt auch immer Stunden früher auf oder diesbezüglich? Das ist halt wirklich gerade das nach der Arbeit. Ich bin also noch der Abend heimgefahren, habe mich erstmal auf Couch gelegt, erstmal das Handy, Instagram, Facebook, erstmal eine Stunde, zwei, dann hast du da irgendwas reingeschoben und klar, ich habe zwar immer selber gekocht, aber ich habe dann einmal 400-500 Gramm Nudeln gegessen mit Bolognese und so, plus dann einmal eine Tafel Milka mit 250 Gramm, einfach in zwei Minuten nur noch gewürgt. Inhaliert. Ja. Und dann halt nochmal drei Bier dazu, da hast du eigentlich schon einen Wochenbedarf gehabt. Und das passiert halt immer. Jetzt ist so, ich plane mal Essen, ich koche jeden Tag für den nächsten Tag vor. Das ist auch ganz wichtig, so der Rahmen nach uns auf der Weg gebe. Plant euer Essen, das ist ganz wichtig, dass so nichts rechts und links schief geht. Ich habe jetzt heute mal Essen gemacht, heute oben gehe ich zum Sport, heute oben bin ich auch hier in Landau. Beim Typhoon, der macht auch ja, so Hyrux. Ja. Der war auch schon da, genau. Bei dem mache ich heute oben jetzt Training, dann wie gesagt, morgen beim Ramen und am Donnerstag bin ich beim Luca Nappa in Herxe, der macht auch Hyrux. Das heißt, ich mache dreimal intensiv Sport die Woche und am Wochenende ist es so, dass man Wochenende nimm ich mit Sportplatz, zwei Brotwürstle, vier Bier und oben dann nochmal eine Pizza bestellen, sondern es ist halt viel vitaler. Ich gehe Samstag morgens raus, wir gehen wandern, ich gehe laufen, sonntags gehe ich immer joggen morgens und das hat sich so eingebürgert und ganz ehrlich, mir macht es mega Spaß. Das hätte ich vorher nie gedacht. Strahlt auch aus. Du hast auch immer gekämpft und nie aufgegeben in dem ganzen Format. Trotzdem sind viele Tränen geflossen, besonders als dein Bruder kam oder dieses verhasste Abnahmeplateau, wo nur 700 Gramm gegangen sind. Um dich zu zitieren, es war die prägendste und härteste Zeit meines Lebens. Und noch ein weiteres Zitat, einmal Hölle und zurück. Was hat dich durchhalten lassen? Oh, was hat mich durchhalten lassen? Ich glaube, einfach das Ziel vor Augen, einfach ein neuer Mensch zu sein. Einfach mal nicht mehr zu gucken, wo kann ich mal Kleider kaufen? Wo gibt es Kleider in Übergröße? Das ist halt auch so, ich bin immer auf Mannem, Karlsruhe, Frankfurt gefahren und habe mir Kleider, Markenklamotten kaufen müssen, dass da ein Polo halt keine 80 Euro kostet, sondern 160, weil es halt 4, 5 XL war. Ist halt klar. Und mittlerweile gehe ich halt einfach, es ist krass, ich gehe einfach in ein Geschäft, wo ich Lust habe, kaufe mal ein L-Shirt oder ab und zu, je nachdem, wie sie geschnitten sind, haben wir XL. Aber meistens, ich bin jetzt bei LA gekommen und das ist so, das L habe ich letztes Mal gehabt mit 16. Also das ist über 20 Jahre her. Und das sind einfach so Sachen, wo, das ist Wahnsinn einfach. Ja, das ist also schon extrem. Und das Durchhaltevermögen, also den Ehrgeiz habe ich schon immer, wenn ich was mache, dann will ich es auch durchziehen. Und das war jetzt einfach so ein Punkt, hey, du hast das gemacht, da sind viele Leute hinten dran, Familie, Freunde, Arbeitgeber, wo an dich klaven, wo einfach dir die Daumen drücken und dann willst du einfach zeichnen, dass du zurückkommst, noch im Halbfinale und dass die einfach, ja, die Eiche nicht mehr zu kriechen, sage ich jetzt mal. War so. Ne? Das war so, das war Wahnsinn. Ja. Das ist auf jeden Fall cool. Da stellen sich mir zwölf Rohre zum Ende. Wie viel hast du in den letzten Monaten für Shopping, für Klamotten ausgeben müssen? Gibt es da eine Zahl roundabout? Weil ich kann mir vorstellen, das ist bestimmt ein bisschen was. Alles neu außer Socke. Also es ist wirklich krass. Ich habe alle meine Kleider, alle habe ich über eine Plattform verkauft. Was ich nie gedacht habe, ich kann sagen, ich stelle sie mal neu, alle verkauft, also nichts mehr, ich habe gar nichts mehr daheim. Ein Hemd habe ich mal aufgehoben, dass ich das immer noch mal im Blick habe, das hat dir mal gepasst, das Zelt. Ansonsten habe ich alles verkauft, ich habe bestimmt 1000 Euro Ausgabe von mir, meine Eltern haben mich unterstützt, die haben von Anfang an gesagt, wenn du zurückkommst,
egal, was, mit was du packst, wir kaufen da ganz neue Klamotte. Dann natürlich gibt es auch so ein bisschen Kooperationsanfrage, klar, über Social Media, wo ich jetzt auch nochmal demnächst einen schönen Deal gemacht habe, sage ich jetzt einfach mal, wo ich auch nochmal eingedeckt wäre. Aber ja, ich war jetzt im Urlaub, es ist so schön im Urlaub. Ich habe mir noch nie im Urlaub Täter gekauft, weil klar, gerade im Ausland irgendwo, das ist, da ist ja dann L meistens S oder was. Ja. Da war ja 3XL hat es gar nicht gegeben. Ja. Und das ist jetzt einfach schön. Ich bin heimgekommen mit einer riesen Tüte und das hat einfach mal Spaß gemacht. Und mein zweiter Frage war, da jetzt die Niki auch gefragt hat, was ich habe durchhalten lassen. Hast du in der ganzen Zeit irgendwie so ein Vorbild gehabt oder irgendeine Person in deinem Umfeld, was dich immer weiter motiviert hat? Oder du hast ja schon jetzt auch gesagt, dass es so deine eigene Motivation war, aber oftmals kannst du ja trotzdem irgendjemand geben haben, der immer so gesagt hat, wenn das mal schlecht gegangen ist, hey Daniel, hab jetzt... Ja, also ganz klar, also es gibt auch hier gibt es zwei Punkte für mich. Einmal ganz klar von meiner Familie aus, gerade meine Mutter, die hat immer Angst gehabt um meine Gesundheit. Die hat immer gesagt, weil ich war immer gesund, mir ging es immer gut. Aber die hat gesagt, ja, dir geht es immer gut, aber irgendwann macht es einen Schlag und du liegst da. Und da hat sie immer Angst gehabt. Von dem her war das immer so ein Punkt, wo sehr prägend war für mich. Und natürlich auch, ich habe mal, glaube ich, in der Ende Show gesehen, wo wir den Brief von zu Hause gekriegt haben. Wie gesagt, einmal von meiner Mutter und einmal von Erik, sehr, sehr guter Freund von mir, der mich wahnsinnig begleitet hat, hat mich nach München gebracht vor dem Abflug, der hat mich empfangen wieder, der hat mich im Januar und Dezember komplett jeden Tag unterstützt, wir sind so im Rahmen gefahren, das sind ja so 40 Minuten Fahrt, er ist gefahren, weil ich jedes Mal Game Over war, ich war tot jedes Mal und auch heute Abend gehen wir auch wieder zusammen trainieren, also da hat sich, ich mache mit ihm zusammen den High Rocks, da hat sich eine wahnsinnige Freundschaft entwickelt, also war vorher eh schon, aber ja, jetzt ist es komplett festig, weil das war wirklich, der hat von Anfang an nicht geglaubt, der hat noch in München am Flughafen oder noch gesagt, Daniel, ich weiß genau, du kommst als ein anderer Mensch zurück und das ist, das, wenn das ein Mensch zu dir sagt, dann muss der schon viel Vertrauen in dich haben und viel in dich reinstecken, sag ich jetzt mal. Also körperliche Veränderung und auch emotionale, psychische Veränderung, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich und es ist ja auch so, dass solche Gewichtsabnahme ja wahrscheinlich auch eine Zunahme vom Selbstbewusstsein zur Folge hat. Gehst du jetzt wirklich anders durch die Welt als vorher, also auch so vom Mindset oder hat sich das gar nicht so groß geändert? Ich habe halt vorher auch nie Probleme gehabt, durch die Welt zu gehen. Natürlich, gerade als Fußballtrainer war das natürlich oft schon, wenn du nach oben ins Heim gekommen bist und du hast gewisse Gegner dich wieder als dicker Hund oder was weiß ich beschimpft, beleidigt, war das schon immer so. Dann guckst du dich im Spiegel an und denkst, boah, so schlimm ist es doch nicht. So schlimm siehst du nicht aus. Jetzt ist natürlich, jetzt geht man schon ganz anders aus. Das ist einfach so. Ich habe immer in den letzten 20 Jahren habe ich eine so Jack-Westkarte. Die habe ich immer A-Karte. Ob 40 Grad, ob minus 20 Grad, das war wie eine Schutzhülle für mich. Die habe ich immer A-Karte, weil das war für mich so, wenn ich die habe, dann fühle ich mich gut. Und ich habe keine mehr, ich kaufe mir keine mehr, weil ich sage, ich kann jetzt im T-Shirt rausgehen. Ach, im Sommer, ich habe oft einen Pullover A-Karte im Sommer, weil das natürlich, wenn der T-Shirt hast, dann schwitzt und dann kaschierst und so weiter. Und das gibt's halt einfach jetzt nicht mehr. Und da geht man schon selbstbewusst dann aus. Und gerade jetzt in der Zeit, noch im Finale, wie du angesprochen wärst, da kommen Leute auf mich, gestern auch wieder, die kommen einfach auf dich zu und sagen, ich kenne dich, du mich nicht, aber ich habe dich gesehen, Respekt. Und das ist dann schon ein tolles Gefühl. Das ist cool. Also größte Fans sind nach wie vor deine Eltern, dein Bruder und dessen Freundin, aber eben auch bei Social Media oder im Real Life erfährst du viel Zuspruch und bist dort ja auch aktiv. Du bist ja schon, wie bereits angesprochen, in vielen Fernsehformaten bzw. Reality-Fernsehshows zu sehen gewesen. Was ist noch offen? Dschungelcamp, da würden sicherlich auch noch einige Kilos fallen, wenn auch unfreiwillig. Oder gibt es noch ein anderes Format, an dem du gerne teilnehmen würdest? Also Dschungelcamp, kann ich jetzt schon gleich sagen, würde ich nie machen. Also, schade. Nee, wirklich nicht. Also das ist nicht meins. Da gehe ich lieber an Rils und streichel so. Und dann trinke ich dann doch lieber einen Scholle. nee, ansonsten, was wirklich noch ein Ziel wäre von mir, das hätte dieses Jahr sogar geklappt, ist der Taste. Ich wäre letzte Woche sogar bei der Taste dabei gewesen.
habe aber abgesagt, weil ich glaube, dann hätte ich ein Problem mit Marco Gerach gehabt, wenn ich dann gesagt hätte, ah, übrigens Marco, ich bin schon wieder weg, weil das ist auch über einen Monat Dreharbeit in Köln. Was ist das? Der Taste, man kocht auf einen Löffel. So kleine Löffel zum Probieren. Genau, es kommt auf Sat 1 und das ist schon tricky, das ist schon krass, wenn du ein ganzes Gericht auf einen Löffel kochen musst, aber ach, genau das ist so ein bisschen meine Leidenschaft und das welche, ich habe mich da schon mal beworben gehabt und hat es nicht geklappt und jetzt dieses Jahr habe ich die Zusage gehabt, aber ich habe es, ach, ich glaube, ich habe es nur mit Erik gesagt und meine Eltern und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich sage einfach ab, weil ich frage erst gar nicht den Marco. Schon flippt er aus. Ja, ach, zu Recht. Und ich muss auch wirklich sagen, wenn man sich überlegt, am 7. Mai war das Finale, es war Riese, Toba, Bo und dann geht eine Woche später, geht schon wieder das nächste los. Also du brauchst einfach mal ein bisschen Pause, das ist einfach so. Public Viewing, Sonntag Nachmittag in der Markthalle 5 in Rüdelsheim. Da war ja auch Eber Ramin da, Sportpädagoge und ehemaliger Kickbook-Weltmeister. Und du hast Überraschungsgäste gehabt, also die Mitbewerber aus der Show, Manuela und Seat. Genau, ja. Also es war eigentlich aus der, ja, ich bin öfters mal in der Markthalle in Rülze, verstehe mich super mit dem Film, mit Martina, mit Matthias. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Martina, oh, weißt du was, hier hat alles angefangen. Hier habe ich meine allererste Drehkarte, meine Home Story hat hier begonnen, in der Markthalle. Und hier würde ich es gerne abschließen. Dann habe ich gesagt, hopp, sollen wir es zusammen gucken, Sunda Ovens, hajo, machen wir. Dann habe ich gesagt, sollen wir es öffentlich machen oder nur unter uns? Hat sie, oh, öffentlich, Menschen kommen, Leute. Ich habe gesagt, oh, wir machen es einfach mal. Ja, und dass am Schluss dann über 150 Leute waren und wir haben Großleinwandkarte und Glas hat dann nochmal richtig geschüttet zwischendurch und die Hall gehen so 100, 110 nahe, es war schon sehr eng. Dann sind auch einige heimgegangen mit kleinen Kindern, weil es danach zu viel war einfach. Aber es war eine Wahnsinnsstimmung. Ich habe ja noch einen guten Freund von mir, der Dominik Schmalz, hat Stimmung ein bisschen gemacht, DJ, Animation. Also der hat den Abend super begleitet. Und also es war wirklich nochmal, ja, also ein denkwürdiges Finale. Und natürlich auch gerade Manuela und Seat, wie die beide hier in der Pfalz herzlich willkommen worden sind und wie die gefeiert worden sind. Die waren beide so, so begeistert. Die freuen sich jetzt schon in 2 Wochen, 3 Wochen, wenn sie wieder hier sind, weil sie gesagt haben, ah, die Pfalz, das ist so, also wunderschön hier, wie die Leute hier einem offen empfangen. Ich sage, ja, das ist wirklich so. Wir sind halt ein offenes Völkchen. Absolut. Das ist eigentlich fast die perfekte Überleitung zu meiner Abschlussfrage. Aber na, ich habe noch ein bisschen was. Du hast schon was. Ja, dann stellen du noch deine Frage, aber weil ich habe es gedacht mit der schönen Südpfalz. Aber, das kennen wir noch, den Bohren nochmal schlagen. Also es gibt so Aussagen von dir, ich will Papa werden, das ist mit diesem Gewicht nicht möglich. Und im Finale das Schild mit Feuer frei, heute ja auch für Aufregung gesorgt. Es wurde ja oft thematisiert in der Sendung, dass du eben Papa oder Vater werden möchtest und dass das für dich auch mit ein Grund war, diese Abnehmreise anzutreten. Gibt es denn schon eine potenzielle Mutter deiner Kinder? Also erstmal muss ich es gleich mal klarstellen, das Feuer frei wird echt Falsch gedeutet. Das Feuer frei ist bei mir schon immer, das habe ich irgendwann so vor 7, 8 Jahren, war das mal so, gerade wenn ich mache ja auch viel Koch-Events. Ich mache Kochkurse, ich mache Küchepartys, ich koche auf Weingüter, ich mache Afterworks. Und immer, wenn ich so einen Post gemacht habe oder Story, habe ich immer am Schluss, der letzte war immer Feuer frei. So, ich gebe wieder Vollgas. Und auch hier war immer meine Intention, Vollgas, du ziehst es durch, du gibst Gas. Das war eher so ein bisschen auf das, ich gehe noch vorne, ich pack das. Und ich, keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist. Also mein Fanclub im Finale war es nicht. Die haben genau die gleiche Ansicht wie ich, Feuer frei. Du gehst noch vorne. Aber ja, die liebe Chrissy, die Campchefin, sagen wir mal, die hat es dann irgendwann so ein bisschen anders interpretiert. Und ja, wobei beim Papa werden muss man auch Feuer. Also man muss auch Gas geben. Das stimmt schon. Also es ist schon immer ein großer Traum von mir, sag ich mal. Ich liebe einfach Kinder und ich habe so viele Freunde, die Kinder haben. Und von dem her ist es schon ein großes Ziel von mir. Aber ich bin da jetzt auch nicht, dass ich mich stresse oder so. Ich muss jetzt erstmal wieder ankommen. Ich muss jetzt erstmal wieder ins normale Leben reinkommen. Aber natürlich ist es schon ein Ziel, irgendwann Papa zu sein. Ja. Also gibt es auch keine potenzielle Mutter. Ich frage jetzt einfach mal nach, weil wenn nicht, können wir hier gerne unseren Podcast nutzen. Lässt sie nicht nur ein Wissens- und Kulturpodcast, sondern wir können auch unterwegs sein in Sachen der Liebe. Ah, okay. Oh, das echt? Ist das, habe ich gar nicht gewusst. Das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Dann lassen wir es einfach mal verstehen. Okay. Trotzdem dann an die Mädels da draußen, wer dich kennenlernen möchte, die sollen sich trauen, können dich anschreiben bei Facebook unter Daniel Fischer oder bei Instagram unter Daniel Leben leicht gemacht. Wir sind gespannt und warten ab, was passiert. Kann man dich auch anschreiben, Nick? Ich vermittle gerne, wenn ich was Gutes tun kann, immer. Genau. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage vor unserer Schlussfrage.
Und das möchte nicht nur ich wissen, sondern sicherlich alle Frauen auch auf dieser Erde. Beim finalen Auftritt. Shapewear, ja oder nein? Ich? Nee. Alle? Nee. Also niemand. Klar, doch es gab schon, natürlich ganz klar. Es ist auch so, beim einen ist es einfach besser von der Entwicklung gewesen, vom ganzen Körper her, und beim anderen nicht. Und bei mir war es einfach so, dass es sich super entwickelt hat, von dem her bei mir nicht, aber klar, beim einen oder anderen schon, ja. Das war jetzt zum Beispiel der Froch, habe ich jetzt in der Vorbesprechung erstmal fragen müssen, was Shapewear ist, habe ich noch nie gehört. Aber gut, das ist dann natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, wieder auf unser Südpfalz zu kommen und auf unser Abschlussfroch. aber das kriege ich irgendwie hier, indem ich es halt offen kommuniziere. Ja, ja, du hast schon angesprochen, kommst aus Rilze, schöne Südpfalz. Was ist dein Lieblingsort? Sorry, Griechenland ist leider außerhalb von der Südpfalz, das darf ich jetzt nicht raussuchen. Ja, Feuer frei. Und warum? Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich nochmal auf Griechenland jemals nochmal gehe. Negativ belastet. Nee, das nicht. Ich glaube, irgendwann muss man da auch nochmal, um das Ganze nochmal so anders zu sehen. Ja. Nicht als Anstrengung, sondern ja. Die Südpfalz, ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin extrem gern Sivildinge, bei Weingut Isler in Diedesfeld, das liebe ich. Aber ach klar, hier fängt ja schon relativ früh an in Herxe, bei meinem Freund Matthias, beim Anton. Ach du, wenn ich überlege, letztes Jahr das Sundowner, das war nochmal so mein Abschlussfest, bevor ich weggegangen bin. Das war ein absoluter Highlight oben. Beim Bernhard Koch, wenn das Licht brennt, ist uff, da bin ich auch eigentlich regelmäßig. Es gibt wirklich viele, viele tolle Orte hier in der Südpfalz, sag ich mal. Aber nicht nur die, wo ich jetzt genannt habe. Da gibt es so viele, ob Burweiler. Ihr wollt einen? Ja. Ihr wollt einen, okay. Oh, das ist echt schwierig, okay. Wenn ich mich dann entscheiden müsste für einen Lieblingsort, dann ist es wirklich, ja, dann ist es Diedesfeld, muss ich sagen. Ach, gerade vom Wanderer her und nach hoch, man kann das Zederberghaus und das Hambacher Schloss von Unelever, schon ein sehr schönes Örtel. Also Werbekampagne für die Südpfalz war jetzt erfolgreich. Dann pinnen wir Diedesfeld, ping, an unsere virtuelle Landkarte. Vielen herzlichen Dank für deine offenen Antworten. Es war sehr spannend. Wir wünschen dir für dein neues, leichtes Leben, dass sich deine Wünsche erfüllen und die Leichtigkeit sowohl emotional als auch körperlich in deinem Leben weiter anhält. Dankeschön. Vielen Dank, ja. Ciao, ciao.